geht mal so eng zusammen, wie ihr könnt. Das ist ziemlich locker und einfach über den Sprung reden. Ne? Ich glaube, mit dem Elternwerden kommt auch eine gewisse Dankbarkeit immer mehr zum Ausdruck, je mehr Erinnerungen man hat. Ja. Was haben wir schon unglaubliche Sachen erlebt? Action! Mein Vater war ein Top-Sportler in der nordischen Kombination und hat aber schon ein Geschäft gehabt in München. Das ganz junge Mann, der war 20. Die Kombination meiner Eltern war fantastisch. Der Aktivsport und die Ästhetik kamen zusammen. Während bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wenn man sich vorstellt, eine Firma rüstet seit 36 alle Mannschaften aus in den Winterolympiaden. Was sie da an Entwicklung, an Formen, an Schnitten, an Farben ergeben hat, das ist einfach irre. Natürlich ist es toll, dass die Firma Bogner auf dem Lebensgefühl basiert, das meine Eltern definiert haben, und das ist halt sportliche Qualität. Bis wir 6 waren, waren wir in Walchsee, Tirol. Da haben wir nicht sehr viel mitgekriegt vom Krieg. Es war wunderschön. Mein Vater, der ging fischen und hat die ganzen Forellen ausgetauscht gegen einen wunderschönen Stoff. Und da konnte man schon Mäntel machen. Das war eine geniale Idee meiner Mutter, als diese elastischen Stoffe erfunden wurden, die auch warm waren. Das hat einem ermöglicht, näher an den Körper zu schneidern. Und die haben wirklich ganz toll das hingekriegt, dass eben gerade die Frauen in diesen engen Hosen so toll und sexy aussahen. Und meine Eltern haben dann echt die Farbe reingebracht. Die gab es dann gelb und pink und so weiter. Und gerade die Amerikaner hat das sehr beeindruckt. Es ist schon toll, wenn ein Name für einen ganzen Begriff steht, für die Gattung. Der Ernst, Willy Bogner, die Hoffnung der Deutschen. Der 18 Jahre alte Gymnasiast legt einen herrlichen Lauf hin. Und Bogner führt mit einer Sekunde Vorsprung. Dann fällt die Entscheidung. Noch scheint alles gut zu gehen. Rücklage. Ja, der Luki Leitner, wenn ich auch die richtigen Ausdrücke gefunden, hat mir dann gesagt nach dem Sturz, du Aff, du Blöder. Aber Willy Bogner gibt nicht auf, obwohl er weiß, dass alle Medaillenaussichten verloren sind. Das Wichtigste für mich, was ich in meiner Sportlaufbahn gelernt habe, ist, dass man mit Niederlagen umgeht. Weil man verliert ja viel öfters, als man gewinnt. Ja? Aber man denkt immer, aha, da kommt ein neues Rennen, dann fängt es wieder von Null an. Und die Einstellung, die ist halt für alle wichtig, auch im Leben sonst oder im Unternehmen, dass man sich von Rückschlägen einfach nicht entmutigen lässt. Bogner trägt die Niederlage mit Fassung. Diese Choreografie, die wir da gemacht haben, die wir dann in farbigen Anzügen zu bestimmten Musiksequenzen inszeniert haben, das war eben auch ganz neu. Also das hatte man noch nie gesehen. Und insofern war Skifaszination auch eigentlich ein Riesenerfolg. Ja, meine Mutter war natürlich immer darauf bedacht, dass ich die Firma nicht so ganz links liegen lasse. Und ich habe mich damit sehr mit Werbung beschäftigt und das hat ganz gut funktioniert. Weil sie auch die Präsentation von Mode genauso wichtig ist wie die Mode selber. Ich wurde 30 und meine Mutter hat auch gedacht, so irgendwie sollte auch mal irgendwie jemand finden. Und dann komme ich. Wer sonst? Meine Mutter hat die Sonja engagiert als Model und ich war der Fotograf. Die hat mich abgeholt und hat gesagt, hi, ich bin Willy Bogner. Und ich habe gesagt, I'm hungry. Und das, ich glaube, hat ihm sehr imponiert. Da haben wir Golfmode fotografiert. Ich habe noch nie gehört vom Golf. Golf, was soll das? Und da ist es passiert, ja. Das war ziemlich schnell. Da muss man sich vorstellen, die Sonja hat inmitten dieser Dolce Vita-Nummer in Rom. High Life. In der großen Zeit, der Cinecittà. Number One Clubs. Und der gut aussehende Italiener. Glamour. Die Konkurrenz ist da sehr stark. Und dann habe ich halt relativ schnell zugeschlagen. Gott sei Dank hat sie auch eingewilligt. Lass uns heiraten. Winter on the mind. Winter.
what to do. Ja, die 70er Jahre waren natürlich so mein Einstieg dann auch ins Design und man konnte dann auch ein bisschen aerodynamischer daherkommen und wir haben das dann in dem Overall ganz gut umgesetzt. Was die Keilhose früher war, war der Overall eigentlich das Bogner-Zeichen. Ja, dann gab es noch so einen ungeheuren Glücksfall für mich. Da ruft der Produzent der Bonn-Filme an. Da war sonst wenig unterwegs, was auf Ski mit 80 Stundenkilometern mit einer Panavision-Kamera drehen konnten. Und ich habe natürlich sofort zugesagt. You're crazy. Ich war damals gerade auf einem totalen Höhepunkt meiner Karriere und er rief in Amerika an und fragte, ob ich Lust hätte, ein Lied zu schreiben für seinen neuen Film. Das war irgendwie mein neuer Skifilm. Alle seine Filme sind Kunstwerke, welche immer wieder aufs Neue verrückte Idee er hat, irgendein noch nie dagewesenes Ding zu zeigen. Immer wenn ich in der Walterwelt gegangen bin, so die nicht so sportlich war, habe ich von anderen Leuten gekauft. Das war die Idee von Willi. Der hat gesagt, wieso machst du nicht deine eigene Kollektion? Plötzlich habe ich gedacht, nein, schau mal, Sonja, jetzt bist du hier in dieser Welt und Leute sitzen da und applaudieren. Willi und Sonja Bogner, den Modepreis der Landeshauptstadt München 1994 zu verleihen. Für mich ist ja wichtig, dieses Gefühl des Skifahrens anderen näher zu bringen. Als Kameramann sucht man natürlich die Formate, die für das Thema geeignet sind. Und IMAX, das große Riesenformat, war natürlich für mein Thema Berge, kleine Menschen, große Berge, ideal. Und dann haben wir eben diese Kamera auch wohin gebracht, wo sie normalerweise nicht unterwegs ist. Was für ein Moment! Das Kerngeschäft, das wurde natürlich ganz geschickt von Willi über Film und Event marketingmäßig herausgebracht. Der Aspekt Langeweile, der existiert in dem Unternehmen nicht. Ich suche natürlich eben auch als Filmemacher immer wieder nach Technologien, die man noch nicht so gesehen hat. Und ich finde es halt immer ganz spannend im Leben, wenn man irgendwas mit Innovation zu tun hat. Es ist sehr wichtig, dass die Marke selber für die sportliche Hochwertigkeit einfach steht und das jedes Jahr neu interpretiert wird. Sei es jetzt im Film, sei es jetzt in den Shops, im Design und so weiter. So aus dem ersten Produkt, dem Norweger Pullover, heute eine ganze Welt an Produkten geworden. Angefangen natürlich von Ski- und Sportswear-Bekleidung über Accessoires, Handtaschen, Gürtel, Uhren, Brillen, Düfte, Schuhe. Also wir bieten heute die gesamte Welt, die eine Lifestyle-Marke anbietet mit dem Markennamen Bogner. Willi ist ja in Bezug auf Qualität, Detail, ein ganz penibler Mensch. Das B steht eigentlich für besser. Ich glaube, ich hatte wahnsinnig viel Glück und wahnsinnig schöne Momente. Wenn die Gesundheit stimmt und alles so in etwa weitergeht wie bisher, finde ich das ganz toll.